Hallo, Telma. Entschuldigung, musste kurz gehen. Oh Leute, wer ist denn das? Das ist der Postbote. Was soll ich denn nehmen? Hauptsache irgendwas mit Fleisch. Jo. Link, da bist du ja. Schön bücken, damit man in den Ausschnitt schauen kann. Ich habe dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Alle mal herhören. Ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Link, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe. Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Hyrule tun, weil hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren. Mysteriöser Ort. Raffler, oder Raffler. Heißt er, ein netter Alter. Solltest du ihn kennenlernen, ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier, da kannst du dich ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Und unterhalte dich doch einfach ein wenig mit meinen Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Hallo. Punkt, Punkt, Punkt. Lange nicht gesehen. Link. LOL. LOL. Olina hat mir alles erzählt und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Sie haben mir natürlich alles von den Heldentaten berichtet. Vielen Dank, Link. Ich weiß nicht, was ohne dich mit Colin passiert wäre. Ja, er hat sich ganz schön verändert. Tja, und da dachte ich, ich sollte mich auch irgendwie nützlich machen, damit er stolz auf mich ist. Weißt du, Thelma und ich, wir sind alte Bekannte. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, wirst du sofort informiert. Der einfach voll den krassen Helm auf hat. Hey, hallo, du bist doch Link, oder? Ich nenne die Leute Iago. Schön, dich zu sehen. Thelma hat mir alles über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin mehr der Bücherwurm. Im Kampf leider nicht ganz so gut, wie ich gern wäre. Na, zumindest kann ich dir alles über die Geschichten Hyrules und seine Mythen berichten, wenn du dich dafür interessierst. Und jetzt, oh lol. Daru Klatz. Jetzt ist da noch eine. Ich bin Ashley. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Oh lol. Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es besser nicht persönlich, ja? Übrigens, es gibt da etwas, was ich dir besser sagen sollte. Die Berge im Norden von Hyrule, die sind die Schneeberge, sie sind anders als alle Berge, die ich kenne. Ich weiß zwar noch nichts Genaues, aber dieses Gebirge ist irgendwie nicht normal. Dort regiert das Böse. Das Böse! Ich sage dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick solltest du diese Berge aber auf jeden Fall meiden. Okay. Das heißt, nächster Standort ist jetzt... Wo? Ah ja, genau, okay. Ich muss jetzt irgendwie zur Gerudo-Wüste. Zur Gerudo-Wüste. Ist das auf der Karte? Ah, stopp. Ja, ich schätze mal hier irgendwie so. Wow. Ja. Kann ich da schon durch? Ja. Nice. Lol. Rucke, 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 rucke. Ich unterbreche mal. Nee, Moment. Ja, lol. Das liegt an der Map hier. Weil hier einfach zu viel ist. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass hier irgendwo ein Käfer ist. Weil es so abseits ist. Boah, das tut mir gerade echt leid. Das... Boah. Mich selber stört's ja auch. Also ich würde keinem zuschauen, der so ein
so ein schlechtes Spiel hat, ja, wurde die quasi Oberweltkarte die ganze Zeit nur am Ruckklatzen ist. Da ist ein Käfer. Nehmen. Nice, Marienkäfer weiblich. So, ist hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Vor allem auch die Töne. Das sind ja total scheiße. Was ist da? Was ist das? Oh, ein Mensch. Ah, das ist sie! Im Moment habe ich 3 Insekten hier im Schloss. Nur noch zu 21. Ja, okay. Hallo? Ihr habt ein Problem. Oh, bis etwa dieser Mensch, von dem wir. von dem wir die anderen Geroden berichtet haben. Aber schau dir nur mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du jetzt wohl hier durch? Quellwasser. Bomben. Zack. Tschüss. Okay, das bringt nichts. Ich hoffe, das hängt mit den ganzen Vögeln da oben zusammen. Was ist das? Ah, das ist so ein Gegner, wie gesagt. Okay. Und Sniper. Und Sniper, scheiße. Ah! Ah! So. Ich höre einen Insekt. Wo ist es? Da ist es, oder? Nee. Da oben? Ah, Junge! Zack. Wutz. Jetzt kommen die runter. Okay, warte. Tut mir leid, das regt mich gerade so auf, dass es so ruckelt. Echt jetzt? Wo ist das? Da ist es! Nehmen. Marienkäfer männlich. Nice. Also ich schätze mal, dass es... Ich schätze mal... Jetzt, Junge, geh da hoch. Nicht angreifen, bitte. Nicht angreifen, bitte. Nicht angreifen, bitte. Das wäre sehr nett. Ja, manchmal geht's, manchmal geht's wieder überhaupt nicht. Kommt her. So. Zack, scheiße. Zack. Zack. Was? Jo. Und das war aber der letzte, oder? LOL! Money! Ein gelber Rubin. Money in the bank! LOL. Oh, das war's, oder wie? LOL. Ah, jetzt nimm das, Junge. Danke. Aber es ruckelt immer noch, scheiße. wo können wir denn jetzt lang gehen? Wir könnten da lang gehen. Da rechts. Also geradeaus jetzt. Was ist das da unten? Das ist irgendwie nichts. LOL. Da komme ich aber nicht hin. Oh, Junge! Es ist so unangenehm.
Moment. LOL. Kann ich da hinspringen? Ich würde dann halt... Komm, YOLO. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Ah, da hinten. Ah. Okay. Strange. Da hinten war der komische Vogel, der die Menschensprache nicht so gut kann. Hallo? Ja. Oh, hallo, ich bin Christa! Es gibt ja eine sagenhafte Attraktion! Willst du sie nicht auch mal probieren? Legen anhören. Dieses Spiel besteht darin, schnell das Ziel zu erreichen und dabei möglichst viel Luft an uns kaputt zu machen. Du bekommst für Melonen 1 Punkt, für Orangen 3 Punkte und für Erdbeeren 10 Punkte. Ich will das aber... Nee, ich will das nicht. Eigentlich. Ich will jetzt eigentlich hier mehr so die Story weiterbringen. Und ich will vor allem, oh nein, dass erstens diese Lags aufhören. Und zweitens will ich das geile Insel da. Leute, das ist aber echt schlimm. Und mir wurde gesagt, in einem Kommentar, dass wenn ich irgendein komisches Windrad oder so treffe, oder mit einem Pfeil und Bogen, mit einem Sturmbumerang, keine Ahnung wie, wenn ich das treffe, dann hört das Ding auf sich zu drehen. Und ich möchte hier bitte rauf. Frage ist nur, was für ein Windrad? Oh, da ist ein Geist. Ha! Ich glaube, das ist da oben. Kann ich hier verwandeln? Jo, nice! Okay, dann begebe ich mich mal in die Lüfte. Ja. So, bring mich da hoch. Kann ich, okay, nice. Das kann ich überspringen. So. Hier runter. Hallo, da bin ich wieder. Hallo Dumnus! So, Schatzinsel. Wo ist der Nigger? Da ist der Nigger. Ich will den Nigger. Nice! Denn die Nigger sind am besten. So. Scheiße, das habe ich wieder nicht drauf geachtet. Was für ein Windrad der gemeint hat. Aber egal, vielleicht schaffen wir es auch so. Ich bin zuversichtlich. So. Ich lasse mich mal ein bisschen... Ich fliege mal ein bisschen langsamer. Oh. Nach vorn. Ja! Ihr Bitches! Woo! Legs! Und 100 Rubine. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Oh lol.
Heilige Scheiße! Ein Herzteil, nice! So, Zahltag. Ja, ganz vorsichtig. Ja. Nice! Nice! Jetzt schön alles von oben. Von oben nach unten alles abfahren. Nice. So, jetzt muss ich aber noch zum Wolf werden, um diesen komischen Geist hier zu besiegen. Komm her. Komm her. Komm her. Und Fangstoß. Nein, oh lol. Oh, die Legs. Nice! Ja, ich weiß, was seine Geistesseele ist. Und jetzt auch das hier. G to the G! So. Mein Problem ist jetzt aber immer noch, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt zur Gerudo-Wüste komme. Ja, ja, ja. Da hinten ist noch ein Geist, oder? Jo, das ist noch ein Geist. Dann laufe ich da jetzt auch noch eben hin. Dann werde ich. Oh lol. Dann werde ich wahrscheinlich beim Release. Also, ich werde wahrscheinlich bis zum Release diese Folge warten, bis mir hoffentlich irgendjemand einen Kommentar schreibt. Huspan84347, war das richtig? Hust. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt weiterkomme. Junge, geht da hoch. Junge. Junge, please, danke. So, oh, die Ruckler. Schau, wenn ich Pause mache, dann habe ich wieder 30 FPS. Und sobald ich draußen bin, 20. Ist es nicht gut. Ich spring lieber erst da. Weil ich da jetzt irgendwie waghalsige Manöver mache. Hallo! Nein! Du willst doch auch! Okay. Jetzt, zack, und... Dieser Sound! Nice, ein Rubin. Hier gab's doch auch noch irgendwo so einen Stein. Ich weiß, das ist sehr präzise. Aber so ein Stein. Wo man irgendwie mit einer Leiter hochklettern konnte. War da was? Nee. Das war da drüben. Das war da. Genau. So Menschen werden. Das ist schon praktisch. Das ist echt praktisch so. Wenn man da einfach immer geschwind zwischen Mensch und Wolf wechseln kann. Bei mir geht's auf den Sack, dass da jetzt keine Musik ist. Da kann man rein. Da ist der Stein. So. Okay. Das ist richtig.
Ich hör's von dem Horn. Jetzt ist der Sand vorbei. Lol. Lol, jetzt ist der Sound verpackt. Lol. Okay, ich würde sagen, ich mach kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder hier. Lol.